Hallo, mein Name ist Terry Reinke und ich bin Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament und verfolge schon lange die Arbeit des Bundesforums und bin deshalb umso trauriger, dass ich heute nicht dabei sein kann, weil ich die Debatte wahnsinnig spannend gefunden hätte. Ich dachte aber, ich schicke euch trotzdem ein Video, um vielleicht ein bisschen was dazu zu sagen, was in den letzten Jahren Gleichstellungs-, aber auch besonders in Bezug auf Männer- und Jungenpolitik von europäischer Ebene so gelaufen ist. Und vielleicht erstmal, viele von euch haben wahrscheinlich ein eher positives Bild, ich finde auch richtigerweise, von gleichstellungspolitischer Arbeit der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten. Die EU war ja häufig Impulsgeberin, gerade für konservativere Länder wie zum Beispiel Deutschland, was Gleichstellungspolitik anging. Man muss aber auch sagen, dass in der letzten Legislaturperiode wir so ein bisschen auch eine Durststrecke erlebt haben. Also, dass viele Sachen liegen geblieben sind, dass sie nicht weiter vorangetrieben sind. Und deshalb waren wir umso glücklicher, als 2019 mit der neuen Kommission wieder neuer Schwung in gleichstellungspolitische Debatten gekommen ist und wir jetzt eben auch eine dezidierte Kommissarin haben, die sich mit Gleichstellung nicht nur in Bezug auf Geschlechter, sondern auch bei anderen Merkmalen damit beschäftigt. Und die hat dann auch gleich 2020 eine Geschlechtergleichstellungsstrategie vorgestellt. Das hört sich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen technisch an, aber das ist ein Maßnahmenkatalog, sowohl legislativer als auch nicht legislativer, konkreter Vorschläge, die die Kommission machen möchte, um zur Gleichstellung der Geschlechter beizutragen. Und natürlich leben wir in patriarchalen Gesellschaften. Männer haben häufig mehr Zugang zu Macht, zu Geld, zu Ressourcen. Und trotzdem leiden sie eben auch sehr oft unter den Konsequenzen von Ungleichverteilung, müssen sich mit Stereotypen auseinandersetzen, haben auch keine volle Entfaltungsmöglichkeit. Und das ist ja eigentlich was, was wir in freien und offenen Gesellschaften erreichen wollen. Und deshalb ist Gleichstellungspolitik eben auch für Jungs und Männer total wichtig. Und was kann die Europäische Union da machen? Die Kommission schlägt zum Beispiel vor, dass im Bereich von Kampf gegen Stereotype auch in Bezug auf Männer und Jungs mehr getan wird, also gerade in der Bildungspolitik, aber auch zum Beispiel in der Kulturpolitik, weil auch Männer häufig Druck erleben und eben nicht die Möglichkeiten haben, die sie gerne hätten, weil sie mit Stereotypen konfrontiert sind. In einer Umfrage sagen zum Beispiel 43% aller EU-BürgerInnen, dass die primäre Aufgabe eines Mannes ist, Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren. Und daran sieht man ja, dass wir auch in dem Bereich, mit welchen Rollenbildern Männer konfrontiert sind, auf jeden Fall noch Arbeit vor uns haben. Aber ich will noch einen anderen Bereich nennen, weil das ein Bereich ist, in dem die Europäische Union gerade in den letzten Jahren, gerade in der Pandemie, sehr viel mehr Möglichkeiten bekommen hat und ich glaube auch sehr viel mehr Koordination sinnvoll und möglich sein wird in der Zukunft. Und das ist der Bereich der Gesundheitspolitik. Wir sehen in der Gesundheitspolitik natürlich, dass über Jahre Frauengesundheit wahnsinnig im Hintergrund stand. Und dass das besondere Herausforderungen nach sich zieht. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass im Bereich von Männergesundheit immer noch große Leerstellen da sind. Und dass zum Beispiel eine richtige Ansprache von Männern und Jungen in dem Bereich total wichtig ist. Und die Europäische Kommission schlägt jetzt vor, dass Mitgliedstaaten auch in diesem Bereich enger zusammenarbeiten sollten. Es gibt eine gemeinsame Gesundheitsstrategie, die sich spezifische Bedarfe von unterschiedlichen Geschlechtern im Gesundheitsbereich anschauen soll und Mitgliedstaaten dazu motivieren soll, auch voneinander zu lernen, weil es in der Tat EU-Länder gibt, in denen diese Geschlechterbrille in der Gesundheitspolitik schon sehr viel stärker präsent ist, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, und dass man davon lernen kann und damit eben auch eine positive Entwicklung überall in der Europäischen Union vorantreiben kann. Ich möchte aber auch noch einen letzten Punkt ansprechen, weil das häufig ein wichtiger Hebel ist, den die Europäische Kommission hat, und das sind Fördermittel. Und ich finde es ganz wichtig, immer zu sagen, dass unterschiedliche Bereiche von wichtigen gleichstellungspolitischen Initiativen da nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Deswegen haben wir immer dafür gekämpft, dass es eine Zusätzlichkeit geben soll, also dass sozusagen mehr Geld in diesen Bereich allgemein gesteckt werden soll, damit es dann eben auch eine Unterstützung von spezifischen Initiativen im Bereich der Jungs- und Männerpolitik geben kann. Ich glaube nämlich, dass es am Ende, und wir erleben gerade in wahnsinnig vielen Ländern der Europäischen Union einen Backlash gegen feministische, gegen progressive
Politik, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir eng zusammenarbeiten, dass wir zusammenstehen, weil am Ende haben wir das gleiche Ziel. Wir wollen offene, freie Gesellschaften, in denen alle Menschen sich frei entfalten können, erreichen. Und dafür braucht es natürlich starke Frauen, dafür braucht es starke Männer, starke Jungs, dafür braucht es Menschen aus allen Geschlechtern, die sich frei entfalten können. Und ich hoffe, dass eure Debatte heute auch dazu beitragen kann, Impulse an uns zurückzugeben, was Bereiche sind, in denen wir vielleicht auch von europäischer Ebene noch mehr liefern könnten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen spannenden Austausch und hoffentlich bis bald dann in persona.